der hat es wirklich umgesetzt, aber wie er es umgesetzt hat, er hat es nicht irgendwie so billig gebaut, er hat eine ganze Welt gepainted dafür. Jetzt, ey, das habe ich eben kurz reingeklickt, ey, unfassbar krank, unfassbar krank, unfassbar krank. Besser als viele Architekten das uns bis jetzt gezeigt haben. Das ist einfach nur geistkrank, der Typ ist einfach nur geistkrank. Schaut euch das an, der ist einfach nur geistkrank, der Typ. Alter Schwede. Alter Schwede. Heftigster Typ, Alter. Heftigster Typ. Was? Alter Schwede. Das ist einfach nur geistkrank. Das war so eine, das war eine Paint-Skizze von mir. Der Typ, Alter, größten Respekt geht raus. Junge, Didi HD, du verdammter Ehrenmann. Also wenn er Bock hat auf Suro 2, er hat einen sicheren Platz auf jeden Fall. Didi, falls du Bock auf Suro 2, du bist auf jeden Fall safe dabei. You're beautiful. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha! Als ob! Was ist mit Didi? Was ist mit Didi HD los? Als ob der den kompletten Zwerg und so eine Area dazu gebaut hat. Du bist viel zu krank. Auch das Video ist so geil gemacht. Mit der Kamerafahrten, mega geil. Der Didi ist ja in Suro 2 reingekommen, weil er dieses Haus in Minecraft gebaut hat. Was passiert jetzt? Heftiger Typ. What the fuck, ey Jungs. Geht mal bitte nach dem Stream auf den Kanal von Didi HD und lasst schöne Grüße da, Alter. Viel zu krank, Alter. Viel zu krank. Herzlich willkommen zu Minecraft Zero 2. Wenn wir irgendwie ganz viel Knochenmehl haben, wie Tropenbäume, können wir so riesen Tropenbäume pflanzen. Wir können uns ein Baumhaus bauen. Nein, sie haben Lavaeimer. Da unten ist noch ein Boot von mir. Wenn ich schnell genug bin. Ich will keinen Schaden kassieren. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich so eine, weil ich noch von diesen Setzlingen habe, von diesen Tropenbaum-Setzlingen, dass ich mir so eine Art Insel baue. Und dort so ein Baumhaus oder so. Ein Baum ist gewachsen. Wir haben den größten Erfolg unseres Lebens. Noch ein Baum gewachsen, schon der zweite. Leute, es wird langsam. Oha. Und er hat einfach ein komplettes Baumhaus gebaut mit Hängebrücke und allem. Junge, wisst ihr, wer Didi ist? Didi ist derjenige, der in Minecraft unser Haus auf Madeira nachgebaut hat. Der ist übelst kreativ. Guck mal, sowas hat er in einem PvP-Projekt gebaut. Mit Stress und wenig Zeit. Nice, nice. Da gibt es auf jeden Fall ein Schild. Ehrenbaumhaus. Teidige dein Baumhaus mit deinem Leben. Wenn die Leute kommen, dann hast du jetzt 2 Diamanten wenigstens. Ich krieg Besuch. Ich glaube, ich sollte abhauen. Oh, die Friedensinsel. Oh mein Gott, sie gehen alle zu Didi auf die Friedensinsel. Er flieht? Was dann? Didi. Didi versucht zu flüchten. Er geht seinen Notausgang raus. Ich war den Baum an. Alter, warum ist hier oben Licht? Warum ist hier oben Licht, Jungs? Holy shit. Okay, Didi ist gerade mit seinem Team zusammen. Die sind auch zu viert, aber halt kein Tryhard-PvP-Team, sondern halt ein bisschen entspannter unterwegs so. Aber sie sollte man auch nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie das Team überlebt hat bis jetzt. Muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das Team überlebt hat. Aber es ist in meinen Augen komplett geisteskrank. Ich baue keine Friedenskirche, ich baue einen Friedensturm. Sonst werden die bauen. Benutze ich. Heftig, heftig. Nein! Ich werde sterben. Was? Wieso? Ich werde sterben, ich wurde angeschossen. Von Skelett oder? Ganz lost bin ich gestorben, ganz lost. Didi wurde von FaZe angegriffen. Au, Didi wurde getötet. Das war's. RIP Didi. Der letzte friedliche Spieler im Projekt ist gestorben. Rest in Peace, Didi.